Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer wunderbaren kleinen Review. Ich habe mal wieder was bekommen. Hasbro hat sich nicht lumpen lassen und hat mir einige neue Marvel Legends Figuren geschickt. Und zwar aus der, ich sag mal, Disney Plus Reihe. Jawohl, denn wir haben hier Figuren zu den TV-Serien. Und zwar einmal zu WandaVision, die Wanda Maximoff. Und einmal zur neuen Serie Loki, den Loki in Casual-Klamotten. Und da haben wir sie auch schon, die Wanda Maximoff aus der Serie WandaVision. Ja, die Scarlet Witch, sie sieht genauso aus wie in der Serie. Da bekommt sie dieses Outfit irgendwann im Laufe der Serie verpasst. Die Serie ist ja an sich auch ein bisschen sehr merkwürdig, ne? Da muss man erstmal reinkommen, weil jede Folge spielt irgendwie gefühlt in einem anderen Zeitalter. Noch nicht gefühlt, sondern ganz generell ist es so. Und wirkt halt sehr wie eine Sitcom. Und so nach und nach entwickelt sich das und man bekommt mehr Informationen und dann wird es auch richtig, richtig gut. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und diese Figur lohnt sich, das kann ich euch jetzt schon sagen, auch auf jeden Fall. Schaut euch das an. Die Haare, sehr schön. Ja, insgesamt wieder sehr, sehr gut gelungen. Wir gucken mal, wie groß Wanda ist. Jo, den Standy musste ich jetzt von einer anderen Figur nehmen, denn Wanda wollte partout nicht auf dem Drehteller stehen. Aber wir sehen, sie ist circa 6 Zoll groß, gut und gerne 15 cm, ein bisschen kleiner. Aber das ist auf jeden Fall genau die Größe für die Marvel Legends Figuren. Zeit für die Details und ihr seht schon, die Gesichtslikeness ist absolut überragend. Die Schauspielerin wurde hier extrem gut getroffen. Da hat Hasbro einen absolut tollen Job gemacht. Viel besser geht's nicht in dieser Preisklasse. Absolut toll. Richtig, richtig gut. Ansonsten sehen wir hier, dieses neue Kopfstück sieht recht schick aus. Es ist aus einem echt etwas weicheren Material, damit man sich nicht verletzt. Das Gesicht ist echt toll. Ja, dann haben wir hier die Haare. Die sind aus einem Guss, ja, aber schön ausgeformt, das finde ich, sieht super aus, haben sie sehr schön gemacht, das sieht toll aus. Dann haben wir hier die Handschuhe, ja, die Handschuhe, die bis fast an die Schulter rangehen, auch die sind sehr, sehr schick, haben hier diese ganze Musterung und Maserung. Das Teil hier ist, ups, ein Zubehörteil, da ist mir auch gleich das von der anderen Hand mit abgeflogen. Ja, das ist extra mit dabei, da kann man halt so einen Zaubereffekt im Prinzip darstellen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr rosa gelungen, normalerweise müsste der ja ein bisschen rot sein, aber finde ich trotzdem schick. Also sieht gut aus, kann man ihr halt an die Hände stecken, ist eine tolle Sache. Die Hände selbst sind schön gemacht, sie hat genau ihre Zauberhände. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es scheint so, als wenn man die Hände nicht kippen kann. Dementsprechend kann man diese Pose nicht so richtig schön darstellen, dass sie die Hände halt sehr stark nach hinten, obwohl vielleicht geht's doch. Hier bei der Hand geht's irgendwie nicht. Ist vielleicht eingerostet, aber bei der Hand geht's, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Man kann tatsächlich diese wunderbare Zauberpose machen. Ansonsten, die Handschuhe sehen echt schick aus. Ihre Rüstung selber sieht super aus, das weiß zu gefallen. Hier mit diesem ausladenden Teil unten. Nicht, das ist schon witzig. Was ist das? Nicht Mantel, nicht Kleid, das ist irgendwie, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall super aus, hat so einen richtig schönen ledernen Effekt, finde ich. Also, ne, dann so eine schöne Maserung drauf, fasst sich sehr gut an. Es wirkt, als wären es verschiedene Materialien, das finde ich sehr, sehr gut. Ne? Dadurch, dass dann hier zum Beispiel diese feine Maserung nicht drauf ist, wirkt es ganz anders, auch von der Farbe her. Und ja, dann hat sie halt ihre Hosen an mit dem roten Streifen. Auch sehr schick. Und dann die Stiefel, auch das kann sich sehen lassen. Also insgesamt eine sehr schön gemachte Figur und diese Gesichtslikeness ist echt der absolute Wahnsinn. Diese Teile habe ich euch ja schon gezeigt. Das sind die Zaubereffekte, die sie dabei hat. Aber sie hat nicht nur das, sie hat auch zwei austauschbare Hände, die so ein bisschen andeuten, dass sie gerade am Zaubern ist. Die sind dann halt durchsichtig und auch so ein bisschen in rosa gehalten. Die könnt ihr einfach austauschen, gar kein Problem. Ja, und dann könntet ihr die Zaubereffekte auch hier ansetzen. Das beiliegende Buff-Teil ist ein Flügelteil. Ja, so ein kleines Flügelteil für den Captain America aus der Reihe, ja, damit man ihm seine Flügel geben kann. Die sind bei der normalen Figur nicht mit dabei. Das ist ungewöhnlich, ne? Denn meistens kennt man das so, dass die Buff-Figuren halt immer sehr, sehr große, grobe Teile dabei haben, weil man ja ganz oft eine übergroße Figur zusammenbaut. In diesem Falle ist das nicht so, sondern es ist halt einfach nur so ein Flügelteil. Kommen wir mal zur Beweglichkeit der Scarlet Witch. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, den Kopf zu bewegen, nach links, nach rechts. Das wird hier ein bisschen gehindert von den Haaren. Ihr könnt den Kopf nach vorne machen.
Ja, das geht auch. Wir können den Kopf nach hinten machen, allerdings nicht sehr weit, ne, weil auch da sind die Haare im Weg. Bei Wanda ist es ja so, wenn sie den Kopf leicht schief legt, dann ist Action angesagt. Auch das ist hier nicht ganz so gut möglich, ein bisschen. Ne, aber ja, so geht's. Dann wehen die Haare noch ein bisschen mehr. Insgesamt ein bisschen halt durch die Haare gehindert, aber es ist halt schon einiges möglich. Ihr habt die Möglichkeit, die Arme zu bewegen. Ihr könnt sie hoch machen, ihr könnt sie runter machen, ihr könnt sie nach vorne drehen, ihr könnt sie nach hinten drehen, da ist alles möglich. Ihr habt hier oben keinen Cut, aber ihr habt hier unten eine Drehmöglichkeit. Jawohl, das ist leicht möglich. Ihr könnt den Ellenbogen bewegen, das geht, ist auch ganz leicht möglich. Ihr könnt die Hände drehen und ihr könnt die Hände kippen, wie ich hier schon festgestellt habe. Zumindest die eine Hand. Bei der anderen Hand wollte das nicht so recht. Warum ist das so? Ich sehe da auch kein Gelenk bei der anderen Hand. Ach, die andere Hand kannst du in die Richtung kippen? Scheinbar ist es so, dass du die andere Hand nach oben und unten kippen kannst, während du diese Hand nach vorne und nach hinten kippen kannst. Okay. Interessant. Du hast einen App Crunch, der nach vorne jetzt gar nicht wirklich so dolle geht, aber nach hinten ziemlich weit, ne, fast schon zu weit. Eine Hüftartikulation hast du so nicht, aber du kannst halt den Oberkörper drehen, das ist halt hier möglich. Die Beine kannst du theoretisch weit auseinander machen, aber das wird hier von diesem Mantel gehindert. Ne, nach vorne geht das sehr gut, nach hinten geht das fast gar nicht. Ihr habt eine Möglichkeit hier oben das Bein zu drehen, da ist ein Cut drinne. Ihr habt ein wunderbares doppeltes Kniegelenk, das seht ihr hier, schön doppelt, sehr schön. Ihr könnt den Fuß nach hinten machen, ihr könnt den Fuß nach vorne machen und ihr könnt den so ein bisschen rüber kippen, damit ihr gute Posen machen könnt. Also das ist möglich, beweglichkeitstechnisch ist da einiges drin. Ach Gott, ich bewundere diesen Gesichtsskalp, richtig, richtig cool. Ja, soweit zur Wanda. Schauen wir mal, was Loki so zu bieten hat. Auch der macht auf dem Drehteller eine sehr gute Figur, aber auch der brauchte leider einen extra Standy, damit ich ihn gut zum Stehen bekomme. Die Figuren stehen auch so recht gut. Man muss es halt bloß ein bisschen länger probieren. Hier in diesem Falle hatte ich halt keine Geduld und habe mir dann einen Standy von einer anderen Figur geholt, um sie zum Stehen zu bekommen. Aber Loki sieht auch ziemlich cool aus. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich die Serie Loki bis jetzt noch nicht geschaut habe. Ja, Schande über mich. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Deswegen weiß ich noch nicht, warum der hier in Privatklamotten rumrennt und was es genau mit der Figur auf sich hat und dem Print Variant auf der Rückseite. Da kann ich ehrlich gesagt noch gar nichts zu sagen. Aber insgesamt finde ich es recht witzig, dass Loki in Privatklamotten rumläuft. Also seine typische asgardische Kluft hat er hier nicht an. Das passt ganz gut. Ich finde den auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Sieht lustig aus. Und auch bei Loki wollen wir mal schauen, wie groß er ist. Der Loki hat gut und gerne, ja, 6,5 Zoll. Gut und gerne 16 Zentimeter, etwas mehr sogar. Und auch hier gucken wir uns mal die Details an. Ja, Tom Hiddleston ist getroffen aus manchen Perspektiven mehr als aus anderen. So sieht er ja absolut genauso aus wie Tom Hiddleston. Also auch hier eine wunderbare Gesichtslikeness. Finde ich sehr, sehr cool. Haben sie richtig gut gemacht. Also es ist top, wie sie die Schauspieler hier eingefangen haben. Absolut Loki. Total geil. Also da kann jeder Fan wirklich jubeln, dass das so gut aussieht. Sie haben ihm die Haare so ein bisschen wehend gemacht. Warum? Kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Auf der Packung sieht es ein bisschen anders aus. Ja, ansonsten habt ihr hier einen Schlips, der sehr, sehr schick und bieder ist, mit einem Hemd darunter. Ihr habt eine schöne Jacke. Hier ist noch so ein Logo vorne auf der Jacke drauf. Ne, hier so schön der Faltenwurf. Das sieht super aus. Und auf der Rückseite steht Variant. Wie ich eben schon sagte, ich habe keine Ahnung, warum das da so steht. Ne, die Jacke ist aus einem etwas weicheren Material. Dadurch stört sie dann nachher bei der Beweglichkeit nicht. Er hat einen netten Gürtel, der noch so eine goldene Schnalle hat. Und die Hose sieht halt auch nicht schlecht aus. Guten Faltenwurf. Dadurch wirken die Gelenke dann nicht ganz so offensichtlich, finde ich. Das passt aber ganz gut. Klar, man sieht sie natürlich, aber ne, durch die Faltenwürfe fällt es meistens nicht ganz so doll auf. Ne? Und unten hat er dann noch schön glänzende Stiefel. Auch das sieht schick aus. Beziehungsweise sind es Stiefel? Ja, ich glaube, es sind Stiefel, weil sonst müssten die ja hier irgendwo enden. Oder er hat halt Schuhe mit schwarzen Socken an. Das kann alles sein. Obwohl, es könnten auch Schuhe sein, so wie die hier geschnürt sind. Egal, es sieht auf jeden Fall schick aus. Ne? Schön glänzend, gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Auch diese Figur haben sie sehr gut hingekriegt. Also ne, gerade auch von der Gesichtslikeness absolut toll. Zubehörtechnisch hat er natürlich auch was für die Buff. Er hat jetzt selber kein eigenes Zubehör, das heißt irgendwie nicht irgendwie ein Loki-Helm oder irgendwelche besonderen Zaubertricks oder irgendwas. Nein, er hat nur Teile dabei
für den Captain America aus der Reihe, und zwar das hier. Ja, diese Base ist mit dabei, mit diesem Effekt hier hinten, der im Prinzip den Captain America, also den Wade, ne, hochhalten soll, damit der so ein bisschen schwebt. Und dann kann man ihm halt hier seine Flügel dran bauen. Und diese kleine Drohne ist halt auch noch mit dabei. Die kann man hier hinten mit reinklacken. Das geht auch. Die sieht eigentlich ganz witzig aus. Mal sehen, ob wir das irgendwie dargestellt bekommen. Ja, so sieht die aus. Ganz kleine, süße Drohne. Man muss ein bisschen aufpassen, die ist nicht besonders gut befestigt. Also die Befestigungsmöglichkeit ist hier eher so mittelmäßig, fällt sehr leicht raus. Aber ansonsten ist das schon ganz schick und man kann damit eben im Prinzip seinen Captain America hart aufwerten, indem man den so ein bisschen schweben lässt. Ganz witzig, das ist auf jeden Fall mit dabei. Keine Flügelteile hier, aber dafür eben die kleine Drohne. Hatte die nicht auch einen Namen? Ich hab's vergessen. Ist ja auch egal, Loki hat auf jeden Fall Beweglichkeiten. Ja, ihr könnt den Kopf bewegen, nach links, nach rechts, ihr könnt ihn nach vorne machen, ganz, ganz weit, ihr könnt ihn ein bisschen nach hinten machen. Na, das sieht dann wieder ganz witzig aus, weil er hat so ein super langes Kinn, das finde ich immer ein bisschen merkwürdig bei diesen Figuren. Ja, der Kragen hindert das nur so ein ganz, ganz kleines bisschen, wenn ihr das so nach hinten machen wollt, ist das, aber es geht, ne? Haare und Kragen kollidieren dann so ein bisschen, aber na, viel weiter nach hinten geht's halt nicht, aber das reicht ja schon. Habt ihr doch durchaus einiges an Möglichkeiten. Na, ihr könnt die Arme hoch machen. Ihr könnt die Arme runter machen. Ihr könnt die Arme drehen. In beide Richtungen, das geht. Ihr habt hier oben einen Cut drin und könnt drehen. Ihr habt ein wunderbares doppeltes Ellenbogengelenk. Da habt ihr durchaus einige Möglichkeiten. Na, ihr könnt die Hände drehen und ihr könnt die Hände auch kippen. Das geht auch. Ihr habt einen App-Crunch, das ist lustig. Die Krawatte ist schön weich, deswegen geht das. Ne? Gar kein Problem. Funktioniert. Ihr habt eine Hüftbeweglichkeit, diesmal sogar direkt an der Hüfte. Jawohl, auch das finde ich sehr, sehr schick. Ne? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann könnt ihr die Beine spreizen, soweit ist möglich. Die Beine nach vorne machen, nach hinten geht wie immer nicht so, denn bei den Marvel Legends Figuren ist da der Hintern im Weg, ganz normal. Ihr könnt hier oben drehen, wenn ihr wollt. Ihr habt ein doppeltes Kniegelenk. Auch das ist da. Gar kein Problem. Und ihr könnt... Oh, da habe ich jetzt schon ziemlich weit gedreht. Das sieht nicht so gesund aus. Ne? Wenn ihr so rumlauft, dann geht mal zum Arzt. Wir haben mal die Möglichkeit, ne, den Fuß zu kippen in alle Richtungen. Und ihr könnt ihn nach vorne und nach hinten machen. Also da ist auf jeden Fall beweglichkeitstechnisch so einiges drin. Ne? Also... Er sieht halt echt gut aus, ne? Kannst du sagen, was du willst. Also gesichtsmäßig haben sie bei beiden Figuren wirklich ins Schwarze getroffen. Bis auf ein paar kleine typische Schwächen sind die beiden Figuren wieder echt cool. Und jeder Fan kann sich einfach noch freuen, wenn er sich die ins Regal stellen kann. Ich danke an dieser Stelle einmal Hasbro fürs Bereitstellen dieser wunderbaren Figuren. Und wenn ihr solche Figuren haben wollt, dann fragt den Toy-Dealer eures Vertrauens und schaut euch im Spielwarenhandel um. Da sollte es Möglichkeiten geben, an diese wunderbaren Figuren ranzukommen. Ja, ich bin raus an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dieser kleinen Review. Denkt ans Abo, denkt an den Daumen, denkt an die Kommentare, denkt an die Benachrichtigungsglocke, denkt einfach an alles und schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin bin ich raus. Mach's gut. Tschüss.